Es schließt nicht aus, dass dies im Nachhinein getan wurde, um sich selbst einen Anschein von Legitimation zu verschaffen. Oder einfach um Zweifel in den rechten Dienern der Götter zu säen. Und wie erklärt ihr das Altarloch? Es ist offensichtlich. Man kann es nicht übersehen. Auch. Abgesehen davon handelt es sich um einen zugemauerten Altarraum, der mehrere hundert Jahre alt war. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, sondern eher, dass es wirklich ein geheimer Altarraum war, der nur den höchsten Mitgliedern dieses Kultes zugänglich war. Nun auch ist es wohl unabstreitbar, dass der goldene Glanz der Macht den Priesterkaisern irgendwann nicht mehr sehr preisgefällig bekam. Der Herr Prior sah es als gegeben an, Rohal den Weisen zu schicken, um der Sache ein Ende zu bereiten. Das ist Vermutlich korrekt. die Boten des Lichts waren Mitglieder dieser Sekte. Wenn das herauskommt, könnt ihr euch die Wirkung ausmalen. Es gibt Wahrheiten, Abelmir. Die sind nicht für aller Ohren bestimmt. Des Weiteren auf dieser Tafel, fast ganz oben, nach den Priesterkaisern, stand ein Name, Raoul. Kennt ihn. Thodamide, Raoul. Raoul, der Reichsgründer. Raoul der Große lebte lange, lange vor den Priesterkaisern. Richtig, diese Steintafel umfasste Namen aus mehreren Jahrhunderten. Ich glaube wohl Jahrtausende. eher, dass ihr alle miteinander ein wenig zu bereit seid, Wir Schlüsse haben zu es ziehen. bestätigt bekommen von einem Hirsindegeweihten, dass der älteste Name auf der Tafel 1700 Jahre alt ist. Ihr seid wohl alle, wenn nicht zu bereit, Schlüsse zu ziehen, die sich mit den Zweifeln decken, die diese Paktiere in euch säen wollen. Macht doch einmal die Augen Natürlich gehen wir auf! davon aus, dass jedes einzelne Wort darauf gelogen ist, oder zumindest teilweise. Dennoch ist es eine Tatsache, was wir gesehen haben. Eine Tafel mit Namen darauf. Den Namen jedes einzelnen der Märtyrer, den Namen jeden einzelnen der Priesterkaiser. Es waren etwa 30 Namen auf dieser Steintafel verzeichnet. Auch der von unserem Bekannten, der jetzt in den Kerkern der Stadt des Lichts Der einsitzt. letzte Name auf der Tafel war Aljack von der Drachenzunge. Ebenfalls waren vorhanden die Namen der acht Märtyrer. Diese acht Märtyrer wurden von Helahora verbrannt. Und wie es scheint, zu Recht. Und der allererste Name auf der Tafel war Enach. Derselbe Name, den unser angeblicher Praios-Geweihter in der Stadt benutzt hat. Es ist offensichtlich klar, dass die Kirche in Teilen unterwandert wurde. Und nicht nur unsere, wie es aussieht. So sieht es aus. Eine so weit um sich greifende, so weit um sich greifenden Glaubensabfall zu vermuten, wie ihn hier gerade darlegt, dafür ist die Beweislage ein wenig dünn. Schließlich gibt es auch genug Despoten, die sich auf dieses und jenes und habt ihr nicht gesehen, welches Herrschergeschlecht berufen, ohne dass irgendeine Verbindung besteht. Wie sich jetzt es gang und gäbe. Warum sollten auch nicht dieser Kult hier im Nachhinein die Märtyrer oder Raoul den Großen oder einige der Priesterkaiser zu den ihren deklariert haben, um sich damit Legitimität zu verschaffen? Wir Ich erklären. Uns glaube, ist das ihr voll und springt ganz alle klar. viel zu Jana, uns ist bereitwilligst zu der das voll und uns ganz schlimmstmöglichen klar. Interpretation. Wie erklärt ihr euch, dass der Name, das Inquisitionsmitglied, der von der Trümmern der Schwarzen Feste erschlagen wurde, ebenfalls auf dieser Namen, auf der Tafel stand? Offensichtlich gehört er dazu. Sonst wäre er jetzt nicht tot. Und Genau, ihr glaubt davon gehen also, wir dass auch aus. einzelne Namen dazugehören und einzelne Namen, die euch nicht gefallen, dazu nicht gehören? Seine Eminenz Valnajeetz Kolk hat uns bestätigt, dass die Namen dort chronologisch angeordnet wurden.
Handelt sich nicht um eine neue Steintafel. Wahrheit ist nicht, was ihr daraus macht, sondern Wahrheit ist Wahrheit. Wir wissen nicht, ob es die Wahrheit ist. Unsere Feinde haben sich mehrfach dazu ausgezeichnet, dass sie Trickereien und Lügen benutzen. Ob es wirklich wahr ist, was darin gefunden wurde, wir wissen es nicht. Wir werden es niemals herausfinden. Und es ist eigentlich auch komplett egal, ob wir es herausfinden. Das Wichtige ist, dass dieser gesamte Kult ausgelöscht wird. Der Einzige, der die Wahrheit, der alle Wahrheit kennt, ist der Herr Praios. Er hat sie gesehen, er hat über die Kirche gerichtet und sie steht noch. Als solches hat sie wohl sein Wohlwollen. Weil diese Wahrheit nicht bekannt ist, die dort unten liegt. Und genau das sind diese angeblichen Zweifel, die dieser angebliche Rondrianer in uns die ganze Zeit hat versucht aufleben zu lassen. Er hat versucht, uns immer wieder weiszumachen, dass das, was wir gefunden haben, wahr ist. Nun, höchstwahrscheinlich ist fast alles davon eine Lüge. Doch, wenn es dieses Wissen an die falschen Hände gerät, könnte es durchaus gefährlich sein. Weil es wird Leute geben, die werden glauben, dass der Reichsgründer oder gar die ganze Praioskirche unterwandert ist oder auf Lügen basiert ist. Und der einzige Zeuge dieser Wahrheit, den habt ihr leben lassen. Und deswegen muss er sterben, weil er zu viel weiß und wer weiß, was er anderen Leuten in den Kopf setzt für einen Wahnsinn. Wir haben schon einmal gesehen, wie 30 verschiedene Leute, ganz normale Leute, gehirngewaschen wurden, so weit, dass sie sich selbst auf offener Straße umbringen. Hier geht es nicht um eure persönliche Glaubenskrise, sondern um die Zukunft und den Weiterbestand des Mittelreichs. Und solange er dort unten in der Stadt des Lichts ist, ist jeder Einzelne, der ihm gar nur Essen bringt, in Gefahr, ebenfalls diesen Dämon zu verfallen, ebenfalls diesen Lügen zu verfallen. Ihr dürft nicht vergessen, dass die alle mit diesem Erzdämon paktieren. Wer weiß, was für Fähigkeiten er ihnen mitgegeben hat. Ihr habt selber gesehen, was Paktiere anrichten können. Seine Worte sind reines Gift. Und jeder, der dieses Gift hört, wird davon vergiftet werden. So er denn einen schwachen Willen hat. Die Inquisition hat sich bereits mit gefährlicheren Leuten auseinandergesetzt. Ihr versteht die Situation nicht anscheinend. Es geht nicht darum. Wir können nicht einfach Leute hinrichten, nur weil ihr ein Geheimnis bewahren wollt. Wir können aber Leute hinrichten, wenn sie offensichtlich Paktierer sind, die das gesamte Reich vernichten wollen. Der Mann ist nicht mehr in unserer Jurisdiktion. Wir können nichts tun. Wir wissen aber auch nicht, wie viele noch in der Stadt des Lichts sind, die immer noch Angehörige dieses Kultes sind. Offensichtlich ist ja jeder einzelne Praios-Geweihte, der in der Sakrale residiert hat, auch Mitglied dieses Kultes gewesen. Passt gut auf. Das ist Wahrheit. Ich muss nicht aufpassen, es ist einfach eine Tatsache. Und diejenigen, die es nicht waren, die waren wahrscheinlich dennoch so weit überzeugt oder gehirngewaschen oder sonstiges, dass dieses Geheimnis niemals ans Licht gekommen ist. Denn gut versteckt war es nicht. Da hat er nicht und da hat er recht. Und wenn ein Rondra-Geweihter und ein Praios-Geweihter dem anheimfallen können, so wie Geweihte immer schon Opfer der Erzdämonen waren, dann können es auch weitere sein. Deswegen haben wir es nur Walner Hitchcock erzählt. Deswegen haben wir es nur dem einen Hisindiani erzählt. Wollt ihr jetzt auch Walner Hitchcock umbringen, damit ihr euer Geheimnis bewahren könnt? Denn schließlich könnte er ja auch der Versuchung anheimfallen. Nein, wir haben ihn dazu gezogen, weil er der Einzige ist, dem wir vertrauen mit seinem Wissen, weil er... Mir scheint... Er Hisinde. Würfel mit dem Menschenkenntnis und Abel, Mir und Rafim bitte mal... um die Augenkontakte miteinander zu vermeiden, das verräterische Zucken. Menschenkenntnis maximal 10. Mehr als Rafim wäre auf jeden Fall bereit zu gewesen. Gott, also ein Gott, du, ist ein gottgleicher Wurf. Ich sag's als du diese Worte eben sagtest, hast du gesehen, wie Abel, Mir und Rafim sich kurz in die Augen geguckt haben, mit dem Kopf geschüttelt haben, die haben wohl irgendwas kommuniziert und dann wieder schnell weggeguckt. Oh, ihr Bastarde. Und Iseron, ihr macht da auch noch mit, oder was? Was? Wobei denn bitte? Mir scheint, es geht nicht darum, ihn umzubringen, weil er ein Geheimnis verraten könnte, sondern weil er
offensichtlich Paktierer ist und dem Reich geschadet hat. Das waren doch eure ursprünglichen Argumente, nicht? Genau, und weil er dem Reich weiter schaden will, er hat es uns selbst ins Gesicht gesagt, dass dieses Wissen, wenn es an die falschen Hände gerät, das Reich, die ganze Praiaskirche unterwandern wird, und wir können uns eine Rebellion oder einen Bürgerkrieg definitiv nicht leisten jetzt. Magister, denkt dran, ich weiß nicht, wie Rafim schaut, wenn er jemanden abstechen möchte. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um die Zukunft der Praiaskirche, die auf dem Spiel steht. Das Geheimnis ist, um jeden Preis zu wahren. Wenn ihr das nicht einsehen wollt, könnt ihr eure Meinung dazu nicht ändern. Ihr seid der Einzige, der überhaupt den Zugang hätte, den Mann noch zu richten. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann müssen wir akzeptieren, dass der Mann entweder von der Inquisition gerichtet wird, möglich, oder er die Inquisitoren so weit umdreht, dass sie ihn freilassen. Der Mann sitzt im Inquisitionsgefängnis. Ich habe da keine Handhabe mehr. Wenn es euch so wichtig ist, können wir wohl Ihre Exzellenz Steinhauer petitieren, dass die Hinrichtung schnell vonstatten geht. Er muss hingerichtet werden. Dann müsst ihr ihr wohl aber auch den Sachverhalt nahelegen. Schließlich wird sie das neugierig stimmen. Genau, das ist das Problem. Genau, das ist das Problem. Je mehr wir es erzählen, desto schlimmer wird es. Und genau das ist es, was er bezwecken will. Genau deswegen wollte er nicht sterben, damit er dieses Geheimnis weitererzählen kann, damit er weitere Leute mit seinen Lügen vergiften kann. Und doch wollte er sich bereitwillig von uns hinrichten lassen. Merkt ihr denn nicht, dass er versucht hat, euch zu manipulieren? Sterben will. Auch das war nur eine Manipulation. Er wollte euch manipulieren. Es ist alles, was aus ihrem Mund kommt, sind Lügen und Verrat. Und sie haben absolut kein Problem damit zu sterben, denn dann fahren sie zu ihrem Erzdämon und denken, sie wären glücklich. Wir haben gesehen, wie eine Frau sich auf offener Straße selbst ermordet hat. Nur weil irgendjemand ihr eine Geschichte erzählt hat. Voltax. Ja? Ihr wart bei der ganzen Sache nicht dabei. Was denkt ihr davon? Zunächst einmal, der Akt der Gnade ist ein wundervoller und sehr lobenswerter. Dafür habt ihr meinen Respekt. Auf der anderen Seite kann ich durchaus verstehen, dass, wie bereits gesagt worden ist, alles, was er in dieser Zelle gesagt hat, dazu diente, zu manipulieren. Mich, euch, die anderen. Einen jeden hat er angesprochen. Ob seine Intention war, am Leben zu bleiben oder zu sterben und so Zwietracht zu sehen, das ist schwierig zu sagen. Ich kenne euch Großlinge nicht gut genug, um das einordnen zu können. Aber mir scheint, dass trotz allem eine Entscheidung gefällt werden muss, und es ist hart. Wenn dieser Mann wahrlich unschuldig ist, dann ist es nur Boron alleine, der darüber richten darf. Wenn er unschuldig ist, dann sind wir alle verdammt, wenn wir ihn hinrichten. Er soll aber in der Zelle bleiben. Ich meine, hört er doch nicht. Kann er keinen Schaden anrichten. Oh doch, das kann er. Weil ihm muss Essen gebracht werden. Die Leute müssen ihn bewachen. Hättet ihr nicht einfach die Zunge rausschneiden können? Ja, wenn denen das nur nicht gefallen würde. Wir haben gesehen, wie einem anderen Paktierer derselben Art ein Auge, das Augenlicht wieder zurückgeschenkt wurde von ihrem Dämon. Was? Drachen. Eine Zunge herauszuschneiden würde nichts bringen. Nun. Und er hat offensichtlich den Göttern abgesagt und auch wieder den Gott der Götter angerufen, so wie jeder andere dieser Paktiere es getan hat. Und so wie sie ihren Erzdämon nennen. Er hat sich definitiv nicht einsichtig gezeigt. Er hat weiterhin seinem Götzen gehuldigt und es ist klar, dass er nicht von seinem Glauben an diesen Erzdämon abfallen wird. Naja, also ich meine, ihr könnt mich auch quälen und mir irgendwelche Sachen abschneiden. Ich würde halt auch immer noch zu Angrosch beten. Was soll ich sonst tun? Doch Angrosch ist akzeptiert als Gott. Er ist kein Dämon. Wer hat denn festgelegt, dass was ein Dämon ist und was nicht? Habe ich noch nicht ganz begriffen. Ich meine, in Yol'Gormak war das doch auch anders. Ja, das sind alles fehlgeleitete Ketzer dort.
Die Rechtgläubigen wissen, was ein Dämon ist, wenn sie ihn sehen. Dabei wird er schon festgelegt. Wieder im Horas. Die Götter selbst. Denn sie sprechen zu uns. Durch uns. Also, Sidem Horas war ein Mensch, ja? Nein. Er war... Er war der Horas. Es gibt Leute, die reichlich schlauer sind als ich, die euch diesen Zusammenhang zwischen ihnen und dem Herrn Paras besser erklären können. Ich glaube, ein Dämon ist das, was die Schöpfung, was das Geschenk Sumus vernichten möchte. Was denkt ihr, nur der Interesse halber, hier als Unbeteiligter, sollten wir nun also tun, mit dem Mann? Das mit jedem anderen Ketzer tun. Verbrennen. Wir haben auch Galotta nicht am Leben gelassen, oder? Er war auch einfach nur ein Paktierer. Galotta saß auch nicht relativ harmlos im Inquisitionsgefängnis ein. Verhältnismäßigkeit. Erinnert euch an Ephadaios zurück. Auch Ephadaios haben wir der Priorskirche übergeben und die Sache ging ihren Gang. Und dennoch wurde er hingerichtet, nachdem es vollbracht war. Denn nur Buron kann über seine Seele noch richten. Fakt ist, der Mann ist viel zu gefährlich, um ihm leben zu lassen. Fakt ist auch, er ist ein Ketzer. Er hat versucht, andere Menschen zur Ketzerei anzustiften, war dabei erfolgreich, es sind Menschen dabei gestorben. Wer weiß, was ihren Seelen für Schaden zugefügt worden ist. Können wir nicht mehr riskieren. Also wenn ihr wollt, dann gehe ich da auch nachts hin und hau ihm mit dem Hammer tot. Dann müsst ihr das nicht machen. Also nachts ist Praios ja auch nicht da, oder? Dies werde ich übergehen. Aber Isarun, es gibt keine Hinrichtung der Ketzerei ohne ein Geständnis. Ein Geständnis würde wieder Dinge ans Tageslicht bringen, die ihr ja... unbedingt verschlossen halten wollen. Nun, aber hat er nicht gestanden in der Zelle? Wir haben so würde ich das auch sehen. Er hat gestanden, dass er nicht den Göttern glaubt. Richtig, und wir haben die Aussagen von den gefangenen Sektierern, die in der alten Residenz sind, dass er sie unter anderem dazu angestiftet hat. Die Zwerge sind ja in unserem Volk sehr selten gewillt, einen Zwerg zum Tode zu verurteilen, aber nun bei einer solch erdrückenden Last und bei Paktiererei das Einzige, was ihr doch wollt, ist, dass er im Grunde durch das normale Prozedere läuft, richtig? Exakt. Und wir wollen das nicht, weil wir Angst haben, dass er während dieses Prozedere vonstatten geht, Einfluss nimmt auf diejenigen, die ihm Essen bringen, die ihn versorgen, richtig? Apropos Zwerge zum Tode verurteilen, wusstet ihr, dass es eine Zwergenbinge gibt, in der Zwergenvampire wohnen? Was? Regner, gibt es doch gar nicht. Regner, warum holst du nicht ein Bier aus dem Keller an? Das ist eine gute Idee. Gib deinen Stuhl wieder nach hinten, das quietscht und knarzt wieder die Spülbeine geben nach und dann geht er. Haltet ihr denn von folgendem Vorschlag? Ihr persönlich, ich meine, ist es euch möglich, dass ihr euch um die Versorgung eures Gefangenen kümmert? Wenn er nicht immer hier sein. Wie lange denkt ihr denn, dass so ein Inquisitionsprozess dauert? Ihr Exzellenz Steinhauer hat einen Ruf dafür, gründlich zu sein. Steinhauer. Soll das heißen Wochen, Monate, Tage? Wenn sie sich der Sache mit vollem Eifer widmet, sicherlich Tage. Aber sie wird auch wirklich alles aus ihm herausquetschen, was es zu holen gibt. Wie hieß nochmal gleich dieser Schöpferin dieser Statuen? Und Dane von Streitsig? Nein, das war die Architektin. Der Bildhauer war tatsächlich ein anderer. Ein Steinhauer. Ein Grimmwulf Steinhauer. Ja, und ihr wollt jetzt darauf heraus, dass dieser sehr gewöhnliche Name unbedingt einen Zusammenhang damit haben muss. Nicht unbedingt, aber es ist ein Indiz. Oh ja, ich bin mir sicher, dass so ein Name wie Meier oder Müller ein Schuldeingeständnis ist. Das nicht, aber es ist doch interessant, dass die über diesen Ketzer zu urteilen hat, eine Nachfahrin irgendeines Steinhauers ist, Abelmir. Das ist doch
so ein Allerweltsname. Ihr wollt es nicht verstehen. Ich sehe ja auch, was ihr seht, aber was glaubt ihr, wie viele Prioten es gibt, die Steinhauer heißen oder die Müllers waren oder was auch immer? Davon gibt es einfach viel zu viele. Aber im Grunde ist unser Gespräch doch sowieso hinfällig. Wenn ihr sagt, dass ihr ihn sowieso nicht mehr richten könnt, dann ist die Chance doch schon vertan. Nun, wir könnten sicherlich. Aber könnten wir ohne das, was euch danach... Traut euch nicht. Es wäre nicht recht. Könnten wir das tun, ohne dass man euch danach hinrichtet? Selbstverständlich. Wie würden die denn darauf reagieren, wenn ihr ja, zumindest nach priotischem Verständnis illegal einen Menschen tötet? Die würden euch doch festhalten. Und wie ihr bereits festgestellt habt, hat er gestanden. Vor meinem Raum Leuten, guten Leumunds. Wo ist dann das verkackte Problem? Ihr klammert euch in alte Rituale. Es ist nicht die Zuständigkeit des Bannstrahls. Wir richten da, wo Powers Hände nicht greifen können. Nicht mitten in der Stadt des Lichts. Dafür ist die Inquisition da. Also wollt ihr mir jetzt im Ernst sagen, das einzige Problem, das wir hier haben, ist nicht, dass ihr würdet ihn hinrichten, aber er ist in der Stadt des Lichts und deswegen richtet ihr ihn nicht hin? Es ist die Ordnung, Rafim! Wenn wir uns an solche Dinge nicht halten, dann bricht die Ordnung zusammen. Genau diese Ordnung will er doch nicht. Welche Grenze überschreiten wir sonst als nächstes? Wenn dieser Mann nichts also stirbt, dann wird die Bürokratie zusammenbrechen. Das Problem. Es ist keine Bürokratie, es ist die Powers gewollte und ewige Ordnung. Genau, Bürokratie. Die versucht dieser Mann zu vernichten. Es ist die Ordnung, die das Reich aufrechterhält. Und die Diener der Götter beisammen. Was für eine Ironie. Und es ist eine Ordnung, die ihr alle zu verteidigen geschworen habt. Das haben als Adlige wir. Deswegen des Reiches. Muss er sterben. Ein Akt der Gnade ist es auch, die Rechtgläubigen vor den Taten der Ketzer zu schützen. Wir nehmen uns verdammt viel raus, Magistra. Die Notlage rechtfertigt es sicherlich. Zumindest ist das, was wir hinterher sagen werden. Wie schätzt ihr die Lage ein, wenn wir der Inquisitorin unsere Beweise vorlegen? Wird sie schnell darauf reagieren oder wird sie zuerst versuchen, den Gefangenen noch einmal zu befragen, trotz der Notsituation? Ich kenne die Frau nicht persönlich, aber sie wird es sich nicht nehmen lassen, eine Befragung zumindest intern anzuordnen. Und verlässt sich ja eher weniger auf das bloße Wort des Bahnstrahls. Dann riskieren wir, dass auch ihr Geist vergiftet wird. Wer steht über der Inquisitor? Der Boron hat seine Seele gnädig, Großinquisitor Raferian von Esslandshagen. Was, wenn ihr um eine Audienz mit dem Boten des Lichts bittet? Bin nicht sicher, ob man mich empfängt. Obwohl ich wohl technisch gesehen Raferians Sitz bekleiden müsste. Der Bote des Lichts kann Frau Steinheuer, Inquisitorin Steinhauer, befehlen, diese Hinrichtung schnellstmöglich durchzuführen. Er kann. Aber das Problem bleibt doch das gleiche. Entweder legen wir der Inquisitorin unsere Wahrheiten dar oder dem Boten des Lichts. Richtig, das ist ein gewisser Risikofaktor. Der Bote des Lichts ist ein weiser Mann, der von Praxis getestet. Ich hab Bier gefunden! Ach, das ist doch mein Wort. Wisst ihr was? Mir ist unten eben noch eine Idee gekommen. Also, das mit dem Geständnis ist irgendwie schwierig, sagt ihr. Wie wär's denn mit Beweisen? Aber wir haben ja ein Geständnis, das ist ja nicht das Problem. Das mit dem Geständnis ist schon lange, da sind wir uns alle einig. Ach so, da bin ich nicht zugehört. Ich dachte, wir wären immer noch beim Geständnis. Nein, es geht nur noch um das Prozedere. Mir wäre sonst eingefallen, vielleicht gibt es ja noch in den Habseligkeiten von denjenigen irgendwelche Beweise. Wir wollen ja... Nein, er hat recht. Ja, aber zu beweisen, dass der Mann ein Ketzer ist... ist nicht unsere Problem, ist nicht das Problem, das können wir jederzeit tun.
Da muss er nicht verhört werden, würde er aber so verbrennen. Ja, wir sollten zu der Inquisition gehen und ihr vorlegen, welche Beweise wir haben. Dass sie gar nicht mehr ein Verhör machen muss, dass es gar kein Verfahren mehr geben muss. Dass sie einfach nur abstempeln muss. Ihr denkt wirklich, die geheime Inquisitionsrätin wird es einfach so abstempeln? Beweise geben, dass er ein Paktierer ist? Das wenn sie zu viel anderes zu tun hat? Wir müssen nur die richtigen Beweise finden. Aber ihre höchste Pflicht ist doch die Wahrheitsfindung. Sie wird niemanden zum Tode verurteilen, ohne ihn mit ihm selbst gesprochen zu haben. Vor allen Dingen, wenn wir so etwas sagen, wie ja, er ist bereitwillig zu gestehen, warum sollte sie dann nicht einmal zu ihm hingehen und mit ihm reden? Das wäre doch Wahnsinn. Warum sollte sie? Ich meine, Paktierer gibt's doch genug. Werden aber so verbrannt. Ist wenn ein Blutstrahl, ein Eiergeweihter und der Rat der Helden sagt, dass dieser Mann ein Paktierer ist. Ja, aber das macht es doch umso interessanter. Ich meine, diese Vierung der Weite, die du da im Tempel getroffen hast, die hat auch irgendwas gesagt mit Paktierer, die sie da erschossen hat. Das ist richtig. Und kurz nachdem diese Stadt von einem Paktierer halb vernichtet wurde, denke ich nicht, dass sie lange zögern wird, weitere Paktierer, die noch... Ja, aber was meint ihr, was sie tun wird? Informationen sammeln, das ist ihre gottverdammte Aufgabe. Wenn es bei der Inquisition nur darum ginge, irgendwie ihm zu sagen, dass wir den jetzt hinrichten, dann bräuchte man keine gottverdammte Inquisition. Die gottverdammte Inquisition ist dafür da, Informationen zu sammeln und danach zu handeln. Genau, deswegen liefern wir alle Informationen, die sie braucht. Hier ist ein Bier, mein großer Bruch. Ja, aber wenn ganz im Ernst, wenn ich euch jemanden bringen würde und sagen würde, das ist ein Paktierer und ich komme an und Janan kommt an und ein Bote des Lichts kommt, naja, der Bote des Lichts wird nicht kommen, aber der Heldenrat wird kommen und sagen, das ist ein Paktierer, der muss weg. Ja, der kommt weg, da glaube ich euch. Ich würde aber trotzdem mit dem Mann reden. So viel Informationen wie möglich aus. Du sicherlich nicht. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie du erzählt hast, zum ersten Mal in den Chortempel gegangen zu sein und einfach einen. Ja, richtig, aber ich bin auch nicht die Inquisition, Junge. Das ist nicht meine Aufgabe. Wir drehen uns hier im Kreis, es geht um Bürokratie. Ja, das hatten wir schon festgestellt. Ja, gut, dann. Deine Schuld ist doch bewiesen, warum wird die Tat nicht vollstreckt? Ich bin dafür, wir schicken Jalan mal. Wir schicken Jalan einfach mal aus dem Zelt hier raus und dann soll er irgendwie Bier holen und dann. Können wir ohne ihn beratschlagen, was wir jetzt mit ihm tun und wie wir ihn umbringen. Wir können definitiv auch das Ganze unterschreiben als ehemalige Inquisitoren. Ja, aber wir haben ja keine Gewalt mehr. Wir könnten... Nein. Das Ganze läuft doch auf zwei... Ob wir wollen oder nicht, wir müssen durch diese Frau an diesen Mann herankommen, dass er hingerichtet wird. Er würde uns angreifen. Also ich muss ja schon sagen, dieser Typ, so dumm wie er ist und so selbstopferungsbereit wie er ist, er hat euch schon in so eine richtig schöne Zweckmühle gebracht, oder? Das ist seine Aufgabe als Paktierer, genau dafür steht sein Dämon. Weil wir genau seinen Faden folgen. Ach, hättest du ihn einfach erstochen, ja dann. Dann wäre ich sicherlich auch nicht besser als Raffin. Dann würde... Ja, da wäre das Problem gelöst. Das hast du gut erkannt. Den anderen haben wir auch einfach gehängt und da ist auch keiner nachgefragt. Wenn wir jetzt wirklich Angst haben, dass die Inquisitorin uns da in die Parade fährt, zu viel erfährt von ihm oder so, dann müssen wir über den Boten des Lichts gehen. So oder so, ich würde vorschlagen, wir stellen ein umfassendes Dossier über den Gefangenen zusammen, wo alle Beweise gegen ihn verzeichnet sind. Ich werde die Organisation dessen übernehmen, daran bin ich ganz gut. Wem wollt ihr das vorlegen? Wo ist gelagert? Richtig, Ihr wollt einen Mann umbringen, um ein Geheimnis zu wahren, das ihr aber, um ihn umzubringen, vorher feinsäuberlich aufschreiben wollt. Das ist Quatsch. Wir wollen kein Geheimnis bewahren, wir wollen einen Paktierer richten, so wie es sich gehört. Ja, aber wenn wir das Geheimnis nicht bewahren, dann... Ist auch egal, ob wir den Paktierer richten, weil dann fliegt uns die Prioskirche um die Ohren. Sag mal, hört ihr nicht zu? Wir schreiben da doch nicht rein, was wir alles dort unten im unterirdischen Bereich gefunden haben, sondern die Beweise, die wirklich bekannt sind und gegen ihn vorliegen. Das, was die Sektierer über ihn gesagt haben, mit Anstiftung und so weiter, die ganzen ketzerischen Aussagen, die er getätigt hat, seine Uneinsichtigkeit,